Hallo, herzlich willkommen hier bei mir bei Michael. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir legen auch gleich los mit schönen, tollen Impulsen. Wir schauen mal rein, welche Themen jetzt signifikant sind heute und für dich natürlich Wichtigkeit haben, ja? So, also, da schauen wir mal. Also, erstmal haben wir wieder die Entblockierung vom dritten Auge und mentaler, geistiger Aufstieg, dass wieder völliges Bewusstsein reinkommt. Was ist dafür wichtig? Man muss ein bisschen jetzt in die Planung gehen und die Dinge anpacken, die du vielleicht auch versuchst, jetzt wirklich in dein Leben zu integrieren. Also nicht mehr aufschieben, sondern jetzt hier wirklich Planungen machen und schon bekommst du einen ultimativ guten Bewusstseinsschub, der sehr positiv sein wird. Das innere Kind, ja. Also im Moment ist es so, dass vielleicht deine Gesamtenergie etwas weiter unten ist, es kommt aber wieder raus, ja. Aber dadurch ist so deine eigene Kreativität, deine innere Freude etwas spürbar weg. Was sollst du loslassen? Da liegt die Transformation drauf. Es liegt immer noch irgendein Päckchen da, das du jetzt mit dir rumträgst. Und genau an diesem Päckchen musst du arbeiten. Ganz wichtig. Deine Ängste, deine Unsicherheiten. Und da geht es wirklich drum. Die werden genau durch diese Entblockierung, durch diese Zielfokussierung, bekommst du hier eine Befreiung einer der völligen Blockaden, auch der Angstblockaden. Also die Angst verschwindet jetzt. Egal, auch deine Unsicherheiten, alles. Ja. Das Herzchakra, das möchte jetzt raus, also das Gefühl möchte raus. Es geht hier aber auch wieder um das Thema Planungen, Fokussierung. Wo möchtest du hin, wo möchtest du sein? Und dann haben wir noch das Halschakra. Und da muss man jetzt auch lernen, über die unangenehmen Dinge zu sprechen, auch im Speziellen über die Wahrheit. Also das ist jetzt erstmal der erste Überblick, den ich euch hier sagen kann. Und wir schauen aber natürlich mit den Karten logischerweise weiter, Leute. So, ich hoffe, euch geht es auch soweit ganz gut. Und jetzt schauen wir gleich mal, was denn so wichtig ist für uns. So, übrigens ist immer ein allgemeines Orakel, also kann natürlich nicht jeder mit in Resonanz gehen. Verantwortung übernehmen und handeln, auch für sich selbst, hingebungsvoll sein, empathisch für andere und sei dir sicher, der heilige Plan ist da, du wirst unterstützt, du wirst kosmisch unterstützt werden, universell, göttlich, wenn du so möchtest, ist wirklich Beistand da. So, dann schauen wir mal in die Lenormand-Karten rein, was die uns denn so verraten. Erstmal haben wir das Kreuz, es ist ein schicksalhafter neuer Weg, der da ist, eine neue Phase, die beginnt. Er ist schicksalhaft an deiner Seite, bei ihm wird Sehnsucht größer. Die Distanzen verringern sich zwischen euch. Also wenn ihr vielleicht auch jetzt eine räumliche Distanz habt oder eben du spürst, dass da jetzt gerade auch so eine emotionale Distanz da war, dann wird sich die in jedem Falle positiv verändern. Sehr gut ist, Falschheiten lösen sich auf. Ja. Kurzfristig kommt ihr in eine stabile Phase. Die Transformation zum großen Glück, er liegt auch wirklich mit Klee und Sonne, also wirklich als ganz großes Glück in deinem Leben drin. Und jetzt schauen wir uns mal noch an, was die einzelnen Zeichen so erwartet, ja. Die Feuerzeichen, Widder, Löwe und Schütze, der Geistfuchs, vertraue deinen Talenten in sich ändernden Zeiten. Immer wieder der Hinweis, wir sind auf einem Dimensionswechsel dabei sein. Der Hirsch für die Erdzeichen, vertraue und gedeihe. Das können die Erdzeichen sehr gut, Stier, Jungfrau und Steinbock. Der Älteste, lass Muster der Vorfahren hinter dir. Also auch nochmal hier
Karma-Befreiung, Karma-Lösen, Ahnenlinie reinigen für die Luftzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Und der Herbst, lass das Alte los und ruhe dich aus. Regeneration für Krebs, Skorpion und Fische. Mucho, mucho amor.